Ja, sie, Senor, meine Aufnahme läuft hoch. Das ist wunderbar und damit ein herzliches Willkommen hier zu The Forest mit die Raven und die Tommy. Hallo. Hola, mi amigos. Wir sind wieder zurück im Forest. Forest! Forest! Und es geht wieder weiter los. Ja, wir haben auch gerade, sind wir noch ein bisschen am Schnacken auch noch so nebenbei. Und es ist Hallo. jetzt auch tatsächlich die zweite Aufnahme. Und diesmal hat mich der gute Tommy nicht vergessen. Nein, diesmal nicht. Nein, Ich diesmal habe nicht. keine Kosten und Mühen gescheut. So. So, ja, Ha, ich muss schön. mich mal wieder orientieren. Orientieren? Hat das was mit dem Orient zu tun? Tatsächlich nicht. So. Was ist das denn? Chicory, habe ich schon. Dann Oh, ich wollen wir muss mal unbedingt was gucken. essen. Was essen sehe ich gerade? Okay. Ja, Freunde, ich habe ja so nach und nach werden die Folgen ja jetzt veröffentlicht und ich mich würde gerne mal interessieren, ob es euch soweit gefällt und was wir vielleicht besser machen können oder ob es überhaupt was gibt, was wir machen sollen. Habt ihr Wünsche, Sorgen, Nöte? Dann Sprecht schreibt sie aus und schreibt richtig, uns an. Wir versuchen zu helfen. wo wir kann Wir nennen können. 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 Einmal schlecht rein, bitte. Natürlich, mindestens einmal. Genau, so. Mal gucken, So. ist meine Stimme. Jetzt ist sie doch, jetzt bin ich ein bisschen lauter mit dem Pegel. Okay, so. Uhu, nee, ich bin alles gut. Und du Guck bist gerade alles, so rüber. du bist alles gut? Bei Finde ich mir ist gut. alles gut. Finde Bei ich mir ist gut. alles Tutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Oh, So, ich muss was trinken. ich mach mal the light on. Gibt es ja nicht später im Spiel irgendwie sowas wie eine Taschenlampe? Nee, eine Taschenlampe weiß ich. Gibt es dann nämlich noch Doch, irgendwie was? ja. Ja, Taschenlampe gibt's. Genau. Aber gibt es irgendwie was irgendwie noch ein bisschen mehr Licht macht? Nein. Ist sowas wie ein Deckenfluter oder so? Nein. Also sagen wir mal so, du kannst natürlich auch Lampen bauen und aus Schädeln. Deswegen ist es immer eigentlich ganz gut, die Schädel zu sammeln, weil die spawnen immer weg. Die, Ja, das ist weiß ich irgendwie. auch nicht. Nach einer Zeit sind dann, wenn du zum Beispiel ein Skelett verbrennst, ne? Also du einen toten Körper verbrennst, dann ist das Skelett, kommt dann das Skelett und dann kommen dann auch die Schädel. Und dann diese Schädel spawnen, verschwinden nach einer Weile. Also sobald du dich umdrehst und ein paar Schritte gehst und zurückgehst, sind sie weg. Immer alle Schädel einsammeln und am besten gleich daneben so Ja. ein Steinbewahrungsding aufbewahren. Damit, also ein Gestell. Ich habe heute gutes Deutsch bei mir, muss ich dazu sagen. Mein Hirn ist ein Ja, heute ist bisschen. nicht deine Stimme. Nee, heute ist mein Hirn, hat sich auch schon auf der Arbeit verabschiedet. Das war ganz fürchterlich heute auch. Dass ich das heute überhaupt geschafft habe, also gerafft und Geschrafft? geschafft. Ja, ich wollte gerafft sagen, aber da habe ich gedacht, nee, ist lieber geschafft und dann ist Ja, gerafft sehr, draus ja, geworden. man muss optimieren, wo man kann. Ja, das ist. Natürlich. Wir werden die neuen Wörter für den kommenden Jugendsprachduden rausbringen. Das ist nicht schlecht. Siehst du? Einfache Worte, Christina. Alles gut. Einfache Worte. Also, wo habe ich denn gerade den Baum hingeworfen? Ich habe gerade, hast du hier Baumstämme aufgehoben? Nein, ich habe nichts. Ich sammle Steine. Ich mache die Mauer weiter. Hä? Ich habe doch hier gerade. Huch! Ich randaliere wieder. Ich habe doch hier gerade Baumstämme aufgehoben. Ach, hier sind sie. Hopsa. Hat sie gefunden? Ja. So, ich mache hier nur die Baumstämme immer eben weg, weil die sind zu nah an der Mauer dran tatsächlich. Huch, oh Sorry. Gott. Schreck mich doch nicht so. La 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 la. So, ja, wollen wir dann mal. Ach so, ich habe ja hier was aufs Feuer gelegt. Oh. Wata! Moment. Oh, Was denn? das war ja so gar nicht nahrhaft. Schade. Ich brauche irgendwas zu futtern. Haben wir hier was zum Knuspern? Au! Was habe ich denn gerade? Au! 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 Scheiße! Aus dem Weg! Ah! Ich stehe schon wieder! Abwärts! Au! Ich bin daneben gesprungen. Was machst du? Nix, nix Besonderes. Alles gut. Was ist passiert? Unsinn. Unsinn. Ich mache Unsinn. Auch nicht schlecht. Ja. Kann man mal machen. Kann Moment. man tatsächlich mal machen. Ich Ja. bin eigentlich immer so für Unsinn zu haben, aber ich muss gerade mal ein bisschen, ich muss noch mal kurz bei mir in die Einstellung gehen Ja, und natürlich. nicht unter. Also, wer das übersetzt hat, den müsstest du eigentlich prügeln, ne? Wieso? Schlüsselbindung.
Ist doch ein gängiges Wort. Ja, absolut. Natürlich. Absolut. Maus-Smoothing. Ist Maus-Smoothing die Maussteuerung oder? Du, ich weiß es nicht. Ach nee, Empfindlichkeit. Ah, ich mach mal so. Komme ich hier hoch? Hoch! Warum ist es dunkel? Ja, es ist ein bisschen, okay, es ist ein bisschen angenehmer tatsächlich. Ach, hast du mich jetzt erschrocken, ey. Was? War ich das? Ich dachte, du wärst irgendwie so ein Eingeborener oder sowas. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Heute nicht. Heute wollte ich kein Eingeborener sein. Heute nicht. Heute nicht. Hattest du eben gerade ein Eichhörnchen getötet? Nee. Ach so, weil da lag nämlich ein totes Eichhörnchen neben dem Feuer. Echt? Und ich habe halt angefangen zu brennen, weil ich dachte so, hä, was ist denn das? Und dann habe ich es mit E geschlachtet und dann war... Au. Oh. Ja, ja, das ist natürlich nicht ganz so gut. Ah da. Ja, tatsächlich. Zack. Jetzt habe ich wieder was gegessen, Gott sei Dank. Ach, wie lustig. Man kann also auch mit einem Stock... Stöckchen sammeln. Mit einem Stock Stöckchen sammeln? Ja, habe ich ja gerade mal gemacht. Irgendwie sah sehr lustig aus. Du meinst Bäume, also so, ich sag jetzt mal kleine Bäume kaputt hauen. Ja, ich hab mit meinem Stöckchen quasi kleine Bäumchen kaputt gehauen, ja. Ah, so, ja klar kannst du das. Und das kannst du immer am besten, wenn du tatsächlich den Speer mit dem Knochen hast, den Knochenspeer quasi. Ich brauche unbedingt, ich muss gleich noch mal ein bisschen, wenn es hell wird, dann ziehe ich noch mal ganz kurz los und werde noch mal ein bisschen jagen gehen. Ja, dann lass uns das mal zusammen machen, weil wir brauchen Schildkröten für Wasser sammeln. Ja, das wollte ich eigentlich, ich habe ja noch einen Panzer. Hab ich noch einen Panzer? Aber ich wollte erst mal warten, bis du hier die Außenfassade jetzt, sag ich mal, fertig gemacht hast. Ja. Und dann wollte ich die ganz gerne hier außen hinstellen. Ja, wollen wir einfach mal ratzen gehen? Dann ist es schneller hell. Können wir auch machen tatsächlich. Weil dann können wir auch mal schneller Bäume sammeln oder so. So, jetzt brauche ich mal ganz dringend was zu essen. So, nom 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 nom. Mal eben schnell was nom, trinken. Nom? So, ich habe mir eben schnell was vom Drying Rack geholt. Ah, aus dem Drying In. Ja, so ungefähr. Da. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht! Ja, ja, alles gut. Hast mich nicht getroffen. Schade eigentlich. Ja, das wäre so eine kleine Revanche vom letzten Mal gewesen, als ich dich aus Versehen mit dem Speer getroffen habe. Genau. Tut mir leid. Nissa! Vorsicht! Aus dem Weg! Ach so, denk dran, Schaden ist an, ne? Ja, ja, diesmal denke ich dran. Das ist gut. Ich habe ja heute Real Life The Forest gespielt. Ich war ja heute im Garten unterwegs. Und habe dann spontanerweise nach anderthalb Stunden dann klein beigeben müssen. Wieso? Weil wir einen Hanggarten haben und zur Zeit sammle ich quasi alle großen Wackersteine und sämtliche Abgrenzungssteine. Mhm. Weil der Garten halt ein bisschen sehr unorganisiert und sehr unaufgeräumt ist und ein bisschen Wildwuchs hat und so. Und ja, und ich bin da gerade am Sortieren und am Aufräumen und sowas. Und hab dann halt heute anderthalb Stunden Steine den Hanggarten hoch und runter getragen. Mit und mit. Huch. Einzeln oder mit Schublade. Schublade. Schubkarre. Ah. Und so. Vorsichtig, Baumfeld, in deine Richtung. Wie viel Holz hackst du hier? Naja, wir brauchen doch Holz. Und ich hacke das Holz und du... Und ich sammle das Holz. Du sammelst das Holz, genau. Und das ist ja wieder ganz typisch für mich, dass ich irgendwie am Aufnehmen bin oder am Streamen bin oder so und was passiert, wenn Handy klingelt. Ist immer so. Ich glaube, das Schlimmste war das erste in der ersten Folge bei mir von Ori and the Blind Forest, wo ich da sitze und es kommt diese habe ich sogar gesehen. Ja, du hast ja gesehen, ne? Diese Opening-Szene, weißt du, es ist es ist vorbei und in dem Augenblick hört man nur leise im Hintergrund pling und ich so
Und war voll traurig. Nicht so scheiße. War ja klar, dass genau dann das Handy klingeln muss. Ich habe irgendwie, ja, es ist halt immer, es sind die blödesten Momente. Das ist wie, ja, wenn, natürlich. Das ist wie wenn du, das ist wie wenn du, Pass auf! Den ganzen Tag. Wenn du einen ganzen Tag ruft dich keiner an, weißt du? Ja, genau. Und so, dann hockst du da einmal auf dem Klo, weißt du, klingelt dreimal das Telefon. Oh, ich könnte ja jetzt eine Geschichte erzählen, ne? Oh, ja, apropos Klo. Wir sind gespannt. Ja, ja. Und zwar, ich hatte mal einen Kumpel, leider verstorben, ein guter Kumpel von mir. Der hatte das Talent, mich jedes Mal anzurufen, wenn ich im Bad war. Auf dem Klo. Ja, da kenne ich noch jemanden, der das auch gut kann. Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich dann irgendwie meine Mutter dann kam, damals habe ich ja noch zu Hause gewohnt, war ich ja noch viel jünger. Oh Gott, das ist ja schon Jahre her. Mindestens meine Mutter immer, zwei Jahre. Ja, natürlich. Das Telefon klingelte. Ich höre es nur. Ich dachte so, okay, gut, Telefon klingelt. Ist ja ein anderer ist bestimmt da, der es gerade entgegennehmen könnte. Und dann komme ich, hörte ich schon von meiner Mutter auf der anderen Seite der Tür. Kind, es ist für dich. Ich so, lass mich raten, es ist Leo wieder. Ja, woher wusstest du das? Der hat das im Urin. Jedes Mal, wenn ich irgendwie hier bin, dann ruft er an. Ja, nicht schlecht. Ja, aber wie schafft man das? Wirklich jedes Mal. Wie? Ja, das ist, manche haben halt ein ausgeprägtes Talent für sowas. Ja, wie gesagt, sie haben es im Urin. Es gibt merkwürdige Menschen. Ja, ich zähle mich auch dazu. Ich bin auch sehr, sehr merkwürdig. Mach nicht so viele kaputt. Aber das ist gut. Nee, wir müssen sie hier außenrum auf, kaputt machen. Ach ja, weil stimmt. Wenn die Bäume wieder nachwachsen, da klettern die einige drauf und hüpfen dann von Baum zu Baum oder können dann über unsere Dings hüpfen. Die Schweine. Diese Schweine. Habe ich dich getroffen? Nein. Ja. Hast du? Hab ich? Ja, ich erwarte eine Entschuldigung. Nein, alles gut. ich albere nur rum. Hui. Das gibt ein schönes neues Thumbnail ab. Ich glaube, ich habe mich gerade selber verletzt irgendwie. Ja, es geht auch in diesem Spiel tatsächlich. Mann! Ja, wir müssen auch gleich noch mal ein bisschen wieder los. Aber nur ein bisschen. Aber wir brauchen so einige Sachen. Lass uns mal hier die Bäume noch fertig verwursteln und dann gehen wir mal zum Strand runter, oder? Ja, ich baue dann auch noch mal gleich. Wollen wir direkt eine längere Strandtour machen oder? Wie du möchtest. Also wir können alles machen, was wir wollen, weil ich möchte auch Fälle sammeln, weil wir müssen nämlich Dings bauen. Wir brauchen Utensilien, sage ich jetzt mal. Oh, Utensilien. Utensilien für was denn? Utensilien wie zum Beispiel Stickbag, Stonebag und andere Bags. Baggedy Bag? Baggedy Bag Bag. Baggedy so. Bag Bag. Guck mal hier. Hier wollte ich ganz gerne den Wassersammler bauen. Ich guck. Ach so, ich war ja der Bauingenieur. Ja. Ja, du bist. Du sagst, ich tue. Gib mir Geld. So. Habe ich nicht, kann ich nicht geben. Ich habe auch kein Geld. So, das Erste, was ich hier gerne machen wollen würde, wäre... Ja, aber wir sollten den Regen gerade ausnutzen. Ich würde ihn ganz gerne hier hinstellen. Nee, warte. Das sieht so sehr... Oder hier zur Seite? Nee, da, hinterm Haus war schon gut. Da kannst du noch mal hin. Huch. Also, Ach, du bist's. Wo denn? Hier hin? So, hier ins Eckchen. Hier so hin. Okay. Da. Wunderschön. Das ist aber wunderschön. Wunderschön. So. So, ich habe keine Sticks mehr. Dann kann man hier nicht mehr runter. Doch, ja. Hier kann man noch runterfallen. Aber auch nur, weil hier noch die Wand noch nicht fertig ist. Ja, genau. Wenn die dann zu ist, dann geht das nicht. Dann ist hoffentlich zu. Dann ist vorbei. Genau. So, dann würde ich mal sagen... Quatsch, ja. Wie mache ich das denn hier so? So. Ja. Auf geht's. Lass uns an den Strand. Ich folge dir unauffällig. Ja, bitte. Ding, 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 da hinten gibt's auch Kornblumen, da hinten gibt's auch
Ding, ding, ding. Ich zahle dir gleich ein Geld, dass du... Ich zahle dir gleich Geld, damit du aufhörst. Ja. Hey, das sollte ein neues Konzept werden. Hey. Immer schön brav Lumpen sammeln. Ich bin, was sind Sie von Beruf? Ich bin Sänger. Ich singe, damit ich aufhöre. Ja. Die Menschen bezahlen mich dafür, dass ich aufhöre zu singen. Hui. Ich bin mal neue Klamotten angezogen. Ach Mensch, bevor ich es vergesse, sind wir da jetzt so hoch? Scheiße. Moment. Meins? Essen? Meins? Meins? Komm noch mal hier hoch. Du musst von der anderen Seite kommen. Hier. Ach, verrückt. Zack, zack, zack. Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Yay! So. Deswegen wollte ich ja unbedingt hier auch bauen, weil wir hier immer so ein paar Sachen kriegen. Ich weiß. Aber das ist ich wollte sie doch mal sagen. Das ist aber immer so unaufgeräumt dann, weißt du? Da liegt immer das ganze Zeug rum. Und das Flugzeug ist ja gar nicht so weit weg. Es ist ja gar nicht so weit weg. Hast ja recht. Aber so ein kleines bisschen Heimat noch. Ja, Herr Ober, die Rechnung bitte. Was hatten Sie denn? Hunger und Durst. Ich nehme auch was von den Pillen. Ja. Siehst du diese Pillenpackung in der Luft? Achso, jetzt ist sie weg. Egal. Ja. So, dann komm, lauf. Wenn was richtig brutal aussieht, guck dir mal den Arm von der Frau an. Den linken Arm. Ja. Die ich würde mal sagen, da wurden einige Finger gebrochen. Ja. Inklusive 12 Fingerdarm. Ja, die wird keine Klo-Geschichten mehr erzählen können. So. Mir nach! Oh, super. Ringelblume, warte mal. Huch. Diese Orangen, dann kannst du einsammeln. Ja. Damit kann ich doch nachher irgendwelche... kannst du später damit... Heilungskrimskrams bauen. Genau. Ne? Heilungskrimskrams? Ja, Medipack! Medipack, gib mir ein Medipack. Da unten ist das Boot, da gehen wir aber gleich hin. Ich brauche nämlich noch was und das gibt's hier unten tatsächlich. Ich guck mir gerade schon mal ein Foto an. Ah ja, genau, bleib du mal da unten, ich komme gleich runter. Oh, ein paar. Wo sind sie denn? Ich weiß, sie sind hier oben. Da. Jetzt habe ich alle vier. Was denn? Was alle vier? Sonnenblumenhut. Was für ein Sonnenblumenhut? Sonnenhutsame. Hier gibt es nämlich die einen Blumen, die halt immer etwas schwieriger zu finden sind. Beziehungsweise, die übersehe ich gerne. Ah, und hier oben gibt es Blaubeeren. So. Ach ja, du wolltest dir die Blaubeeren unter den Nagel reißen. Natürlich. Generell Beeren sind super. Die gemeinen Generellbeeren und Blaubeeren und Braunbeeren. Ja, und die Kettenblaubeeren. Ja. So. Nee, bleib du mal da unten und sammel nix. Weißt du, ich habe jetzt auch hier ein paar Blümchen gefunden. Ja, hast du das hier? Guck mal hier. Nee, noch nicht. Das muss ich mir noch basteln irgendwie. Wie bastel ich zwei, mir das? Zwei Hasenhaut. Ach so, Hasenhaut muss ich noch jagen. Was? Ich muss noch Tierchen jagen, aber das können wir gleich mal machen. Ich habe ja einen Bogen dabei. Sehr schön. Oh, ich habe noch einen. Habe ich genügend? Quark, was mache ich denn hier? Hä, ich habe nur noch ein Scheibenkleister. Hätte ich mitnehmen sollen. Ein Scheibenkleister? Ja, ich wollte es jetzt nicht so... Nee, ich habe vergessen, Federn zu holen. Ich habe nur noch einen einzigen Pfeil, ich hält. Ja, da müssen wir tatsächlich Federn bauen, sammeln Dinge bauen. Ja, das geht eigentlich ganz einfach. Kann man eigentlich ganz einfach machen. So, huch, meins. Jetzt kann ich schon mal Wenn du mal einen Hasen brauchst, weißt du? Ja, wenn du mal einen brauchst. Und wenn du ihn nicht brauchst, dann sind sie in Scharen da. Ja, da kommen sie zu acht. Kommen sie mit ihrer ganzen Familie an. Oh, ich bin jetzt hier am Heiligen Baum. Ah,
Ich will nicht alleine hier rumrennen, ich habe Angst. Wo bist du denn? Da hinten. Ah, noch mehr Blaubärchen. Laufen da mit Kante nicht auch irgendwie Hasen rum? Boah, Möwen vor allem. Die sind gut. Wo sind sie? Möwen. Und die müssten gleich auch die Schildkröten kommen. Ja, ich will aber einen Hasen jagen. Ich will aber Hasen jagen. Ja, wir brauchen schon eine Möwe, ey. Ja, ich. Federn. Voll langweilig. Also hier war ich ja schon. Ah, da sind sie ja schon. Die Hasen? Nein. Komm, meine Kleinen. Kommt. Sind sie putzig. Ich würde das mit der modernen Axt machen. Da musst du eigentlich nur einmal auf den Kopf hauen. Das ist eigentlich die armen Viecher. Die armen Viecher, ey. Da. Komm zurück. So. Jetzt kann ich 5 Pfeile machen, aber ich habe keine Sticks da. Ich bin ein Held. Ja, aber ich würde mal sagen, wir müssen ja eh gleich rüber zum Boot. Dann würde ich mal sagen, haben wir es aber eigentlich für heute schon. Ja, dann lass uns doch gerade zum Boot rüber und dann machen wir Speicherring. Speicherring? Ja, Speicherring. Okay. Mal speichern. Ja. Hier rennt doch hinten noch so ein Hai rum, oder? Nein. Ein Echt Hai nicht? Rennt hier rum? Nee, unter Wasser. Schwimmt doch ein Hai hier rum. Hier nicht, nein. Also hier ist mir noch nie einer begegnet. Wenn du dann aber tauchst, da kannst du auf dem Grund tatsächlich Austern finden. Austern? Ja, unten auf dem Grund. Da drückst du, dann kommt so das E-Zeichen und dann drückst du E. Und dann hast du Austern. Die musst du aber ziemlich schnell essen, weil die sehr schnell vergammeln tatsächlich. Verrückt. Verrückt. Verrückte Welt. Aber hier ist immer ein Hai rumgeschwommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich habe noch nie Austern gesehen. Ja. Kann ich die frisch essen? Also roh? Die kannst du frisch essen. Kannst du so essen. Oh Gott. Ja, aber jetzt würde ich mal sagen... ein Mobbing-Opfer. So, Spaß beiseite. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, da mal auf diesen Abo-Button zu klicken und uns gerne öfter mal zu besuchen. Und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Das auch. Und natürlich konstruktive Kommentare da lassen. Ist immer so, bitte, ne? Bitte. Bis dann. Ciao. Tschüss.